Das ist mein Mann Achim Dreischmeier. Und das ist meine Frau Heike Haseloff. Wir leben seit 1996 in Kosovo. Wir haben hier 1996 ein Architekturbüro gegründet und unseren Lebensmittelpunkt hier gefunden. Wir sind jetzt seit 17 Jahren hier auf der Insel Usedom, weil ich die Familie aufwachsen sehen wollte mit Platz und an der Natur und in einer schönen Umgebung. Und in Hamburg haben wir ziemlich im Stadtzentrum gewohnt, da wollten wir eigentlich sowieso raus. Ein Gedanke war, dass man mitgestalten kann. Der Aufbau war im vollen Gang und dass man wirklich so als Architekt und Stadtplaner so das Gefühl hatte, Mensch, da gibt es eine Chance, irgendwie auch so mitzuwirken und mitzugestalten in der Umwelt. Wenn es in Hamburg oder im Westen die Strukturen eigentlich schon sehr vorgeprägt sind. Zinnowitz mit der Freien Schule. Da sind wirklich alle Bildungsgänge werden angeboten. Unsere Kinder gehen jetzt da zur Schule, können Abitur machen. Und auch da haben wir mitgestaltet, im Förderverein als Eltern, als Architekten. Also ich finde, das lebt sich sehr gut hier. Und gerade auch Kosovo ist eben ein Ort, wo man alles kriegen kann. Also man muss nicht irgendwo hinfahren oder so. Wir haben eine gute Versorgung und auch viele Geschäfte, mehr als man vielleicht denken würde. In Kosovo gibt es ja die Kinderkrippe, Kindergarten, die Schule. Und das ging auch alles relativ unkompliziert. Wir haben also das war eigentlich überhaupt kein Problem, auch einen Platz im Kindergarten zu kriegen. Und für mich war das auch wichtig, dass ich eben nicht so lange zu Hause bleiben muss wegen den Kindern, sondern dass ich weiß, die Kinder sind gut untergebracht und gut betreut und dass man dann auch in Ruhe arbeiten kann. Das war schon sehr wichtig. Diese Nähe zur Ostsee und zum Achterwasser und auch die Landschaft und der Wald. Und das sind auch viele Sachen, wo man sich sehr gut auch von der Arbeit mal entspannen kann. Also das geht ja ganz schnell, dass man mal auf dem Fahrrad sitzt oder hier durch den Wald läuft oder auch auf dem Achterwasser mit dem Boot fährt oder an den Strand geht. Das kann man mit Kindern gut machen. Und ich denke mal, das kann man auch gut machen, wenn man später mal älter ist. Weil das ist einfach, also für mich gibt es fast nichts Schöneres. Das ist schon was ganz Besonderes.